Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren Sonntagsvideo und in diesem Sonntagsvideo möchte ich euch zeigen, wie ihr auf eurer Xbox One X ab April auf 1440p spielen könnt. Zunächst wechselt ihr in die Einstellung. In den Einstellungen wechselt ihr auf Anzeige und Sound, geht dann auf Videoausgabe. Hier in der Videoausgabe ist es verdammt wichtig, dass ihr nun prüft, ob euer Monitor auch 1440p unterstützt. Es gibt wahrscheinlich auch Fernseher, die das können, aber Monitor 1440p. Das bedeutet, ihr benötigt einen Monitor mit der Auflösung von 2560 mal 1440 Bildpunkten. Und dann könnt ihr hier in den Videoeinstellungen das auf 1440p stellen. Des Weiteren habt ihr dann die Möglichkeit, sollte euer Monitor FreeSync unterstützen, dann wechselt ihr in den Videomodi und hier habt ihr dann die Möglichkeit, weitere Einstellungen vornehmen zu können. In meinem Fall ist es jetzt so, dieser Monitor, den ich derzeit von LG leihweise hier habe, der hat kein FreeSync. Das bedeutet weder FreeSync 1 noch FreeSync 2, das gibt es ja mittlerweile auch, weil das unterstützt dann HDR. Das habe ich leider jetzt hier nicht zur Verfügung. Dazu wird es aber noch ein separates Video geben. Somit hat es nun Microsoft in das April-Update geschafft, dass wir nun auch nicht nur 4K und 1080p und 720p haben, sondern wir haben nun auch die Zwischenstufe 1440p. Ich finde das schon mal super, weil wenn man mal schaut, 4K-Monitore, da gibt es natürlich den ein oder anderen billigeren. Es gibt aber auch schon sehr gute 2K, die sich dann WQHD-Monitore nennen, mit 2560 x 1440 Bildpunkten, wie gesagt. Achtet nur darauf beim Kauf und dann solltet ihr hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Des Weiteren solltet ihr beim Kauf eines 1440p Monitors darauf achten, dass er mindestens 60 Hertz hat, sprich damit ihr 60 FPS wiedergeben könnt. Mehr braucht ihr allerdings nicht, weil ihr wisst, die Xbox One X kann keine Spiele höher als 60 FPS wiedergeben und das wird sie auch nicht tun, deswegen braucht ihr da maximal darauf zu achten, dass ihr auf 60 Hertz, das entspricht dann 60 FPS kommt. Ich hoffe natürlich, dass dieses Infovideo zu 1440p euch weitergeholfen hat und dem einen oder anderen mit Sicherheit auch die Info abgenommen hat, was ist das eigentlich, worum geht es da, was kann ich da jetzt mitmachen, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Des Weiteren möchte ich auf jeden Fall anmerken, achtet bitte darauf, dass ihr genau so einen Monitor habt und sagt mir bitte nicht, ihr seht die Einstellung nicht. Wenn ihr sie nicht seht, dann hat euer Monitor keine 1440p. Also das sei dazu angemerkt. Ich hoffe, dass dieses Video dir natürlich weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Solltet ihr jetzt noch Fragen zu dieser Funktion haben, dann wie immer ab damit in die Kommentare. Und ich möchte nur wieder darauf hinweisen, folgt mir bei Twitter, auf Instagram und joint unseren Discord-Server. Alle nötigen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und natürlich auch Gameplay findest du auf meinem Twitch-Kanal. Alle Links oder auch hier eingeblendet, alles in der Videobeschreibung. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers.